ist Ronja und die Izzy und ich. Wir finden heute heraus, sind wir Wintermädchen oder sind wir Sommermädchen? Ich mag persönlich den Sommer lieber. Ich glaube, du auch. Das aber werden wir heute rausfinden. Vielleicht finden wir heute heraus, keine Ahnung, dass es in Wirklichkeit gar nicht stimmt und dass wir Wintermädchen sind. Kann ja durchaus sein. Okay, let's go. Gut, let's go. Alle, die im Mai Geburtstag haben, die glücklichsten Leute sind. Und die, die im September geboren wurden, sind die schlausten. Wann wurdest du geboren? Warte, wann? Im Mai? Im Mai? Im Mai ist man am glücklichsten. Wurdest du im Mai geboren? Nee, ne? Nee. Nee, du bist immer so deprimiert. Ja. Wann wurdest du geboren? Welcher Monat? Im August. Nee. Ja. Weder glücklich noch schlau. Naja, was willst du machen, ne? Der Winter ist da und Abby liest eine Zeitschrift auf dem Sofa. Pete, es ist so kalt. Hol mir mehr Decken. Es ist nicht kalt, es ist heiß. Oh Gott, wie viele Decken hat sie denn da? Du hast das Thermostat so hoch eingestellt. Hey, gib's wieder her. Es ist immer noch zu kalt. Keine gute Idee. Kalt. Nee. Ich seh's kommen. Heiß. Kalt. Oh. Ist kaputt. Ja. Sie haben die Heizung kaputt gemacht. Tut das niemals. Mädels, wieso macht ihr denn sowas? Abby wurde im Winter geboren und liebt es kühl. Peach ist jedoch ein Sommerkind. Ist es so, wenn man im Winter geboren ist, dass man dann lieber den Winter mag und im Sommer den Sommer? Weil ich bin im Sommer geboren und ich fand den Sommer deswegen immer besser, weil das immer so eine Sache war von wegen, ich war in meinem Sommerurlaub, hatte ich immer Geburtstag und dann waren wir immer irgendwie am Meer und dann hatte ich da meinen Geburtstag. Es war viel entspannter und die anderen armen Kinder, die dann in die Schule mussten an ihrem Geburtstag, das war immer bitter. Aber schau mal, ich wurde im Frühling eigentlich noch geboren und ich mag den Frühling am liebsten. Das könnte halt wirklich sein. Vielleicht ist das ein Ding. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch den quasi die Jahreszeit am liebsten mögt, in der ihr geboren seid. Ich glaube, ich bin da an was dran. Lass uns rausfinden, was dein Geburtsmonat über dich aussagt. Mache beim Test mit und zähle die Antworten. Lass uns dein Ergebnis in den Kommentaren da. Hier kommt Frage Nummer 1. In welchem Monat wurdest du geboren? A. Januar, Mai oder September? B. März, Juli oder November? C. April, August oder Dezember? D. Februar, Juni oder Oktober? Was bist du? Warte, du bist C, ne? Ich bin D. C. Du bist D. Wie sollen wir das Quiz weitermachen, wenn es doch so kalt ist? Mir ist gar nicht kalt. Ich glaub, warte. Niemand fragt dich. Huh? Peach ist ein Sommermädchen, ne? Und Abby ist das Wintermädchen, richtig? Ja, ja. Okay, gut. Ich, Abby. Okay, dann sind wir vielleicht diesmal das erste Mal nicht das gleiche, was die Mädchen sind. Wir brauchen sind, also wieder die Klimaanlage repariert. Ja, was? Die Straßen sind zugeschneit? Was meinen Sie damit? Sie kommen nicht zu uns durch. Keine Sorge, Peach. Ich helfe dir. Tada! Das hilft. Was? Welches ich habe auch immer so eine schwarze, körnige Perücke bei mir rum. C. Aber welches Wetter magst du? D. Ich mag jedes. Sonne. Obwohl, eigentlich, ich mag jedes. Du magst wirklich Regen? Das Ding ist, Regen ist gemütlich, wenn du so drinnen sitzt und du hast irgendwie, du sitzt vielleicht auf dem Bett, hast ein Buch, hast einen Tee, draußen regnet. Mal angenommen, du bist draußen, tatsächlich im Wetter, draußen, okay? Wenn du im Wetter bist, ist es doof. Also, obwohl, so Sommerregen? Aber eigentlich normaler Regen ist schon doof. Ja, normaler Regen, bitte. Ja, dann bleibe ich bei C. Was okay, ich B. B? B, B, B. Schnee? Ja. Interessant. Jetzt, ich werde bald zu einer Eisskulptur mutieren. Piept jetzt die Klimaanlage auf. Hör auf, Peach, du übertreibst. Wirklich, Abby? Oh. Upsi. Ich kann ja versuchen, es zu reparieren. Los, los, los. Wäre nahesweltlich. Oh nein. Peach, gibst du mir mal den Schraubenzieher? Das ist echt. Ja, ich suche ihn nicht. Schlau. Nee, das sollte man, glaube ich, nicht machen. Die Leiter. Die Leiter sieht nicht so. Oh mein Gott. Oh nein. Abby, alles okay? Ja, natürlich, Peach. Kein Problem. Leute beschreiben dich als A, ehrlich und loyal. B, sanft und süß. C, als eine leidenschaftliche Anführerin. D, abenteuerlich begeistert. Abenteuerlich begeistert. Schreibe deine Antwort auf. Ebenfalls. Du auch? Ja. Let's go. Oh, sie ist sehr sauber. Peach, hast du meinen Ventilator gesehen? Oh Gott, was hat sie denn jetzt gemacht? Ist schön, wie sie auch von Shot zu Shot wechselt aus ihren 50 Decken. Jetzt hat sie keine Ahnung, was sie da hat. Es war so kalt, dass ich alles angezogen habe, was ich besitze. Einfach alles. Alles ist locker. Ich geht's. Wähle eine Aktivität im Freien. A. Wandern. B. Schwimmen. C. Campen. D. Klettern. Ah, da bin ich gespannt, was du sagst. Schwimmen und Klettern sind beides gut. Ich glaube, ich gehe für Schwimmen.
Ich glaube, mit C-Campen ist so eine Art Roadtrip gemeint. Da wäre ich dafür. Weil ja, also das Bild machen. Sieht sehr ansprechend aus, muss ich sagen, mit dem, mit dem umgebauten Van. Ich muss sagen, ich gucke super gerne, ich weiß nicht, mittlerweile werden die mir nicht mehr so oft angezeigt, aber ich habe früher richtig gerne diese Videos geguckt auf YouTube, wo Leute ihre Minivans und sowas oder so alte Schulbusse umbauen in diese kleinen Häuser. Ja. Und das sieht immer so gemütlich aus und das muss so cool sein, mit sowas rumfahren zu können. Weil du überall dein Zuhause hast. Ja, vor allem das Wichtigste, finde ich, ist eine Dusche da drin zu haben. Ja. Aber das haben die Guten immer. Die mit dem, keine Ahnung, Schulbus, halt die Großen. Aber würdest du mit einem Bus rumfahren? Sagen wir mal, du fährst durch Europa. Also würdest du wirklich mit einem Bus fahren wollen? Du musst bedenken, dafür hast du da drin halt voll das fertige Haus. Und dann kannst du einfach an irgendeinem Wasserfall parken, wenn du das möchtest. Also das Ding ist, ich finde die Dinger auch total cool. Aber ich würde halt, wenn ich sowas haben wollen würde, dann halt ein sehr kleines. Aber dann hast du halt drin quasi nichts. Also dann hast du quasi dein Bett und vielleicht so eine mobile Herdplatte. Gibt's die Dinger zu mieten, diese fertigen? Glaube ich schon, man das nicht selber bauen muss, weil ich bin baulich nicht so begabt. Ich habe mal einen gemietet tatsächlich, ja. Ja? Also das kannst du machen, ja. Oh, cool. Ja, lass es mal machen. Ja. Oh, sie versucht sich jetzt durch Sport warm zu halten. Oh. Was glaubst du, was ich mache? Oh mein Gott, suche ich meine Beine aber nicht. Nee, ich auch nicht. Oder ein TikTok-Tanz. Was auch immer es ist. Könnte beides sein. Ich mache Sport, Abby. Ah. Also ich habe heute schon Sport gemacht. Was hat sie denn für Sport gemacht? Computersport. Deine größte Stärke ist A. Produktiv sein. B. Kreativ sein. C. Mutig sein. D. Intelligenz. Das ist meine größte Stärke, ja. Alles. A bis alles. E, einmal durch, ja. Ich glaube, ich nehme B. Du nimmst B. Also ich bin halt leider weder super produktiv, außer wenn, ich habe so Phasen. Manchmal bin ich super produktiv und manchmal mache ich nichts. Deswegen ist es nur so ein 50-50. Deswegen kann ich A nicht nehmen. Kreativ bin ich auch nicht so. Ich weiß nicht, wie mutig ich wirklich bin. Also gehe ich mal für D. Das war ach so, du hältst dich also für besonders smart, ja? Ja, ich hatte zwar keinen leeren Computer, wie andere Leute hier, aber ich brauchte den gar nicht, weil ich so schlau war. Weißt du? Ja, das wurde mir auch immer gesagt. Nee, du bist so schlau, wie du tust. Also, du bist nur anders als die anderen. Du bist nur anders. Schreibe deine Antwort auf. Es ist Nacht und Peach versucht, sich immer noch aufzuwärmen. Was machst du, Peach? Oh nein, jetzt macht sie Feuer. Das hilft mir dabei, mich aufzuwärmen. Das ist eine miese Strategie. Sieht fast so aus, es wird funktionieren. Ja, machst du? Ich bin Funken. Geh zur Seite, Abby, ich hab's gleich. Aber was hat sie denn erreicht, wenn die Wohnung brennt? Gib mir das mal. Bitte, Abby, hilf mir, mir ist so kalt. Ja. Ich kann's nicht mehr aushalten. Lass mich los, Peach. Okay, Abby, aber nur, wenn du mir deine Klamotten gibst. Nein! Wenn du eine große Entscheidung fällen musst, hörst du auf A. deinen Kopf, B. dein Herz, C. dein Instinkt, D. deine Sinne. Ich dachte, da kommen noch irgendwo deine Eltern, aber das kam nicht. Schade. Ah, das ist auch smart, ja. Okay, was machst du? Ich glaube, Instinkt oder Kopf. Eher Kopf. Oh ja. Ich nehme C. Oh mein Gott, wir sind schon wieder so gemischt. Das ist nichts wirklich? Eindeutig. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Du hast zweimal hast du B, zweimal C und zweimal D bis jetzt. Du. Nee, du. Ich habe nur zweimal C und zweimal D. Hey. Schreibe deine Antwort alles von auf. Allem. Vielleicht kommt ja noch eine Frage. Ja, vielleicht. Muss hier irgendwo sein. Autsch. Eine Taschenlampe. Die Elektrik zu fixen, glaube ich. Ah. Okay, glaub, jetzt muss ich nur noch die mehr, Zentralheizung oder? Anmachen und es sollte alles passen. Aha, da ist es. Es klemmt. Oh, oh. Hallo? Abby, ich bin im Heizraum. Der Schalter für die Zentralheizung klemmt. Was soll ich tun? Ich blätter durch die Gebrauchsanweisung. Okay. Aha, du musst das rote Kabel abknipsen, dann sollte es nicht mehr klemmen. Okay. Was, sie soll das Kabel durchschneiden, damit es nicht mehr klemmt? Ist vielleicht nicht so gut, oder? Oh no! Nein, tu es nicht! Tu es nicht! Oh nein! Bist du da? Hallo? Oh Gott. Oh nein, hat das Telefon durchgeschnitten! Oh nein. Oh nein, gute alles Arbeit, kaputt. Abby. Hab ich nicht blau gesagt? Meine größte Schwäche ist Gut.
A. Hartnäckigkeit. B. Sensibilität. C. Mein Impuls. D. Meine Distanziertheit. Ich glaube Impuls. Yep, same. Okay. Und halt. Oh, das ist gut. Was jetzt hast sind wir beide jetzt? C. Wir sind beide wirklich? C. Wirklich? Mhm. Ronja. Ich glaube, wir hatten nie das Gleiche, ne? Ja, oh. Es funktioniert wieder. Oh Was sagt Gott. Dein Geburtsmonat über dich aus? Zähle deine Antworten und finde heraus, welcher Typ du bist. Typ A. Brauchen wir ja gar nicht. Wir brauchen nur Typ C, oder? Wir brauchen nur Typ C, weil wir sind nämlich das erste Mal. Das ist wahrscheinlich, weil wir beide Sommer sind. Weh, jetzt kommt irgendwas anderes raus. Dich zu haben. Typ, ja, C. Typ C. Du bist ein geborener Anführer. Du bist sehr energetisch, freigeistig und hast einen starken Willen. Dein Enthusiasmus fürs Leben ist wirklich bemerkenswert. Manchmal wirst du zu schnell sauer, aber die, die dich lieben, verurteilen dich deswegen nicht. Tief im Herzen bist du liebevoll und warmherzig. Stimmt das, Ronja? Geht, ja. War schon, also ich hatte schon schlechtere Ergebnisse, muss ich sagen. Die Frage ist jetzt, sind wir jetzt ein Wintermädchen oder ein Sommermädchen? Das haben sie nicht gesagt. Das ist wahr. Aber dadurch, dass wir ja beide, ja, technisch gesehen wissen, dass wir Sommer sind und das Gleiche jetzt rausgekriegt haben, können wir da ja schlussfolgern, dass wir deswegen Sommermädchen sind. Nö, ich bin Winter, du bist Sommer, fertig. Ah, na gut, ja. Dann macht man nichts mehr. Die erste Hälfte von C ist halt einfach komplett was anderes. Yep. Gut, das war's mit dem Video. Wenn ihr ein Ergebnis rausgekriegt habt, was nicht C ist, oder auch wenn ihr C rausgekriegt habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Der Test ist ganz oben in der Infobox verlinkt. Dann könnt ihr den selber machen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Schaut bei der Easy vorbei und abonniert beide Kanäle, also ihren und auch meinen. Und dann verpasst ihr nichts mehr. Wäre doch gut. Gut, okay. Ich bin überzeugt, Ronja. Ich du bin bist jetzt überzeugt. Abonnentin. Ich abonniere dich jetzt. Ja. Ich abonniere dich auch. Oh, endlich! Ich habe einen Abonnenten. Weißt du, dass ich früher, ja, jetzt kommt ein Reveal, okay? Pass auf. Also, okay. Ich habe früher, als ich angefangen habe mit meinem YouTube-Kanal, ich habe für jeden einzelnen Abonnenten bis 35 irgendwo, habe ich einen Tanz aufgeführt. Nein. Ich habe mich hingestellt, habe getanzt. Und ich habe einen neuen Abonnenten. Das ist ja so süß. Ich war so glücklich. Ja. Oh. Nein, jetzt nicht mehr. Das ist ein bisschen, das kann ich nicht mehr. Dann sitzt du den ganzen Tag da und tanzt nur noch. Wieder neuer. Abonnent, ja. Aber wenn ihr wollt, dass Ronja tanzt, dann abonniert sie, damit ja, sie tanzt. Ich kann einwandfrei tanzen. Absolut. Na, seht ihr. Abonniert. Okay, abonniert. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.